Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex. Dieses Mal, es ist doch kein Falschstempel aktuell. Denn zum zuletzt gezeigten Falschstempel Rastatt C755 gibt es neue Erkenntnisse und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hierzu liegt ein aktuelles Statement vom Bund der philatelistischen Prüfer von Herrn Schlegel vor. Und genau davon möchte ich euch jetzt einige Auszüge etwas näher bringen. Zum einen führt Herr Schlegel an, dass die Reform der Postleitzahlen im November 1961 durchgeführt wurde. Es aus diesem Grund also durchaus sein kann, dass der Stempel kurz nach der Reform schon im Einsatz war. Weiterhin führt Herr Schlegel dann auch nochmal auf, würde es sich bei diesem Stempel jetzt um eine Nachverwendung handeln, dann müsste der Stempel bedeutend abgenutzter sein, denn er war ja mehrere Jahre im Einsatz. Aber alle gezeigten Stempelabschläge waren sehr sauber. Und das sind wirklich die Indizien dafür, dass es sich beim Stempel Rastatt C755 um keine Falschabstempelungen handelt bzw. Nachverwendungen. Da ich ein Freund einer offenen Fehlerkultur bin, ist es mir wichtig, dass das alte Video nicht gelöscht wird. Ich werde im alten Video dieses Video dann auch hierbei verlinken und darauf referenzieren. Denn es ist mir wirklich wichtig, welche neuen Erkenntnisse hieraus dann auch entstanden sind, euch diese auch mitzuteilen, denn nur wenn man die Vorgeschichte kennt, kann man schlussendlich das gesamte Bild zu diesem Stempel auch verstehen. Aber dennoch gilt nach wie vor Augen auf bei Markenkauf. In diesem Sinne sind wir auch am Ende angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!